So, guten Tag. Wir haben 15 Uhr. Ich würde sagen, wir starten erneut wieder pünktlich. Ich darf Sie heute recht herzlich zu unserem neuen haustech.de-Webinar willkommen heißen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Sven Nagel. Ich bin der Customer Content Manager beim Gentner Verlag und darf Sie heute als Moderator durch das Webinar begleiten. Unser Referent, Herr Frank Hartmann, sitzt bereits neben mir, wartet gespannt auf Sie alle, die schon so zahlreich vertreten sind. Bevor Herr Hartmann mit seiner Präsentation beginnt, würde ich, wie bei uns mittlerweile gewohnt, einige Sachen zum technischen Ablauf sagen. Die Präsentation können Sie bereits in PDF-Format herunterladen. Den Begrüßungschat sehen Sie ja bereits alle vor sich, von dem Sie schon fleißig Gebrauch gemacht haben. Ich würde jetzt gleich in den anderen Bereich schalten, in dem wir uns die nächsten 45 Minuten bewegen werden. Die Präsentation sehen Sie bereits alle vor sich. Sollte, je nachdem, was für einen Bildschirm Sie haben, das Ganze zu klein sein, können Sie mit den vier Pfeilen, die auseinandergehen, oben die Präsentation jederzeit vergrößern. Links können Sie bereits Ihre Fragen stellen, sofern welche vorliegen sollten. Zögern Sie bitte nicht, auch auf mich zuzukommen und die Fragen zu stellen, falls es zu technischen Problemen kommt. Ich werde mich dem Ganzen dann so schnell wie möglich annehmen. Die Aufzeichnung des Webinars habe ich bereits gestartet. Diese sollte, sofern keine höhere Gewalt vorliegt, Ihnen morgen zugesandt werden, genau wie Ihre Teilnahmebestätigungen. Als eine Interaktionsmöglichkeit bieten wir Ihnen heute die sogenannten Emoticons an. Einige Teilnehmer haben schon gemacht. Wenn Sie oben dieses kleine Männchen sehen, das die Hand hebt und hier ausklappen, können Sie hier den Punkt Stimme zu auswählen. Sollten Sie also mich jetzt wunderbar verstehen, würde ich Sie bitten, einmal den Punkt Stimme zu auszuwählen und ich kann dann gleich mal in der Teilnehmerliste gucken, ob der Ton bei Ihnen allen Sag mal, funktioniert. Das wäre wundervoll an dieser Stelle, wenn Sie das machen würden. Und das scheint auch beim Großteil wieder der Fall zu sein, beziehungsweise bei allen, die etwas machen. Freut mich sehr. kennen die Wie nicht. gesagt, falls es zu Tonproblemen kommen sollte, melden Sie sich einfach bei mir. Ich versuche mich dann dem Ganzen so schnell wie möglich anzunehmen. Als eine weitere Interaktionsmöglichkeit bieten wir dann ziemlich am Ich? Ende der Präsentation von Herrn Hartmann Ja. sogenannte Feedback-Fragen an, wo Sie sich dann jedes Mal, wo Sie dann gerne Ihr Feedback abgeben können zur Qualität Auch? des Webinars. Würde mich auf jeden Fall freuen. Zum Schluss möchte ich Sie noch auf Okay. einige technische Probleme hinweisen. Da das Webinar natürlich über das Internet übertragen wird, würde ich Sie bitten, alle Programme zu schließen, die Sie etwaig noch aufhaben. Ja, dass es zu Verzögerungen oder Freezes kommt im Ton, die natürlich jederzeit auftreten können. Das Webinar sollte aber dann nach 1 bis 2 Sekunden wieder dort aufhören, wo es pausiert hat. Sie sollten also nichts von dem Ja. Gesagten verpassen. Wenn ich richtig Damit gut. würde ich an dieser Stelle auch schon an Herrn Hartmann, unseren Referenten, abgeben. Ich würde mich dann am Ende wieder zu Wort melden und wünsche Ihnen bis dahin ein sehr informatives Webinar. Viel Erfolg. Ja, schönen guten Tag und ein Willkommen. herzliches Willkommen zur Teilnahme an diesem Webinar von mir. Mein Name ist Frank Hartmann. Ich bin Referent des Fachbereichs Flächenheizung und Kühlung im BDH, Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie, und führe Sie heute durch dieses Webinar als eine praxisorientierte Hinführung zur Integration einer Flächenheizung und Kühlung in bestehenden Gebäuden und der besonderen Betrachtung der Anwendung Wand und Decke. Ich denke, Fußbodenheizung und Kühlung ist uns hinlänglich bekannt und daher liegt heute definitiv unser Fokus auf dem Bereich Wand- und Deckenflächen. Ja, die Modernisierung der Wärmeübergabe in einem Einfamilienhaus-Altbau ist eben heute unser Thema. Die Agenda möchte ich Ihnen kurz eine Einführung über den Status quo von Bestandsgebäuden kurz präsentieren mit einigen, doch finde ich, recht interessanten Zahlen, wie es denn auch in der Bestandssituation der so oft erwähnten Potenzialen zur Energiewende im Wärmemarkt denn aussieht. Dann natürlich unser Modernisierungsziel, die Aufgabenstellung. Und dann werde ich Ihnen das Beispielhaus Altbau vorstellen, das wir entwickelt haben im Fachbereich Flächenheizung und Kühlung im BDH. Ein repräsentatives Einfamilienhaus Altbau aus den 1980er Jahren.
um dann anschließend die Montageabläufe zu den Ausführungshinweisen der verschiedenen Anwendungsformen natürlich auch in Nass- und Deckenbauweise Ihnen dann zu erläutern. Ja, der Status quo von Bestandsgebäuden in Deutschland, wie hier zu sehen, Sie sehen im Grunde genommen auf der linken dort ein Diagramm sämtliche Gebäude, wie sie aufgeteilt sind von den Baujahren her, also rein die Wohngebäude. Also wir behandeln heute keine Nichtwohngebäude oder Objektbauten, sondern rein die Wohngebäude. Und auf der rechten Seite sehen Sie, wie viele Wohnungen sich jetzt hier in diesen Gebäuden denn tatsächlich befinden. Und hier ist in der Tat, finde ich doch relativ erstaunlich, im Grunde genommen 2/3 der Wohngebäude sind im Grunde genommen Einfamilienhäuser. Und dann kommt als nächste Gruppe 2 Wohnungen in einem Gebäude mit knapp 17%, sodass wir gute, starke 80% aller Wohngebäude sind im Grunde genommen 1 bis 2 Familienhäuser. Das Modernisierungsziel, die Aufgabenstellung geht eben heute in diesem Webinar über den ja doch so üblichen Kesseltausch in der Heizungsmodernisierung hinaus, also den Bereich Wärmeerzeugung, Wärmebereitstellung werden wir außen vor lassen und uns im Grunde ganz konkret um das Thema Wärmeübergabe zu beschäftigen. Die Aufgabenstellung für dieses beispielhafte Bauvorhaben jetzt mit dieser Annäherung ist: eine bestehende Heizkörper sollen rückgebaut werden, vollständig zurückgebaut werden und durch ein System der Flächenheizung, Kühlung an Wänden und oder Decken ersetzt werden. Und da soll natürlich hier jetzt auch aufgezeigt werden, wie wir an den Flächen rangehen können, wie können wir die Heizlast, die vormals von den Heizkörpern erbracht wurde, über Flächenheizung, Kühlung an Wänden und oder Decken ersetzen. Nun zur Baubeschreibung des Gebäudes ist im Grunde genommen hier dargestellt. Sie sehen rot die thermische Hülle als Grundlage der Bestandsaufnahme. Der Keller blau ist unbeheizt. Das Gebäude entspricht der Baualtersklasse H, also 1984 bis 1994. Und wie wir dann in den Grundrissen sehen, auch die entsprechende zeitgemäße Raumaufteilung. Wir haben uns hier nach den IWO-Grundlagen orientiert, aber natürlich auch an diesem Fachbuch U-Werte alter Bauteile, was auch sehr zu empfehlen ist, wer mehr im Bestand unterwegs ist und sich da eine praxisorientierte Hilfestellung wünscht. Und wer das Ganze weniger analog, mehr digital wünscht, sich da zu orientieren, dem sei hier diese Internetseite, diese Plattform empfohlen, die sehr viel auch von Energieberater, werden Sie wohl kennen auch schon, oder Bauphysiker, Sachverständigen, um hier im Grunde genommen bei alten auch Gebäude, die noch viel älter sind, jetzt die üblichen Materialzusammensetzungen und daraus resultierten U-Werte verschiedener alter Bauteile innerhalb der thermischen Hülle zu ermitteln. Ja, dann gehen wir in den Grundriss, also die beiden Grundrisse Erdgeschoss und Obergeschoss. Wie entsprechend der ENEF ist die Norm Außentemperatur, also der Referenzwert wurde mit minus 14 Grad Celsius festgelegt für die Heizlastberechnung. Und hier sehen Sie natürlich die Bezeichnungen der Räume, die wir dann auch später in der Raumliste wiederfinden und die Anzahl der Quadratmeter und die gewünschte Raumtemperatur. Der Grundriss Dachgeschoss hier in 2 größere Räume lediglich aufgeteilt, sehen Sie auch auf der linken Grafik hier und hier rechts eben auch schon einige Bilder, auf der linken Seite die Nassanwendung,
an Decke und Dachschräge. Auch hier die Dachschräge eignet sich im besonderen Maße letztendlich für Flächenheizung, Kühlung, da hier weder irgendwelche Möbel davor gestellt werden oder andere störende Bauteile mit auftreten. Die rechte Seite zeigt die Registerbauweise, also Trockenbauweise. Man hat hier einmal nass und einmal Trockenbauweise. Die Heizlastberechnung wurde natürlich erstellt nach der DIN 12821, wurde die Heizlastberechnung ermittelt und als Planungsgrundlage hergenommen. Sie sehen hier die Raumliste als wesentliches Element, für die Bestandsaufnahme, damit man dann auch wirklich auch weiß, wenn man mit Partnern, Netzwerkpartnern, Schnittstellenkoordination, wir sprechen von einem und demselben Raum und natürlich die wesentlichen Parameter, die dann eben je nach dem Projekt dann zu übertragen sind, was die Nutzfläche angeht, die gewünschte Raumtemperatur und dann die Ergebnisse der Heizlast. Was hier im Roten schon gekennzeichnet ist, das ist die spezifische Heizlast, die bezogen auf den Quadratmeter aus diesem Raum resultiert, sehen wir dann später, wenn wir die Raumliste dann auch entsprechend den vorgezeigten Grundrissen ausfüllen. Boden haben wir hier, wie gesagt, ein bisschen zurückgenommen, weil wir uns hier ganz spezifisch mit der Situation an Wand und Decken beschäftigen wollen. Und wie Sie sich schon denken können, wird sich diese Spalten werden sich dann darauf beziehen, welche Wandflächen bzw. welche Deckenflächen stehen uns hier dann zur Verfügung. So, das ist im Grunde genommen die Grundlage der Arbeit, also das Objekt, die Grundrisse dazu, die Kubaturen, Festlegung natürlich der thermischen Hülle und die entsprechende Heizlast für dieses Gebäude. Wir haben hier jetzt auch nochmal überhaupt keine weiteren Modernisierungsmaßnahmen wie energetische Ertüchtigung der Dachflächen, der Außenflächen, der Fenster etc., sondern wir haben hier jetzt den Fokus ganz klar nur auf die Erneuerung der Wärmeübergabe bezogen, weil, ja, wie jeder Praktiker weiß, nicht jede Modernisierungsmaßnahme ist den geläufigen Förderprogrammen entspricht diesen, sondern viele Bauherrenkunden haben einfach oftmals auch ganz pragmatische Wünsche der Modernisierung, den Wohnraum einfach zu verschönern, ähnlich wie wir es hier im SHK-Bereich in den Bädern machen, so natürlich auch in den anderen Räumen, dass man mal eine neue Oberflächenstruktur, eine neue Oberflächengestaltung sich wünscht oder vielleicht einfach auch wirklich die Eliminierung der Heizkörpernische, was dann zu ebenflächigen, bündigen Wandflächen führt und durchlaufende Sockelleisten und von Kunden, Bauherren, Wohnungsbesitzern doch sehr positiv wahrgenommen wird und gewünscht wird. Das Annäherungsverfahren, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist im Grunde genommen in drei Schritten unterteilt. Der erste Schritt ist, wie schon oben in der Raumliste angedeutet, die spezifische Heizlast, ist im Grunde genommen die auf den Raum im Flächenbezug definierte Heizlast, um hier schon mal erste Orientierungen zu generieren. Und dann im zweiten Schritt dann die flächenbezogene Annäherung. Also das heißt, man prüft dann, welche Flächen jetzt hier überhaupt zur Verfügung stehen. In unserem Fall ganz besonders Wand- und Deckenflächen. Und der dritte Schritt ist dann eben die leistungsbezogene Flächenermittlung. Auswahl der thermisch aktivierten Flächen an Wand und Decken, welche können wir jetzt natürlich in Absprache mit den Bauherren, mit den Nutzern, welche Flächen können hier genutzt werden zur thermischen Aktivierung. So, der erste Schritt
Hier auch wieder die Raumliste wie vorhin vorgestellt, nur halt jetzt entsprechend mit den verschiedenen Flächen und mit den Raumtemperaturen, wie sie auch schon in den Grundrissen angezeigt wurden. Und dann die Heizlastergebnisse, die eingetragen wurde aus der Heizlastberechnung. Die spezifische Heizlast, also im Quadratmeterbezug der Nutzfläche, zeigt hier schon ganz deutlich die Ausreißer, die also weit über 100 Watt den Quadratmeter sind. Und ja, was nicht wenig verwundert, es ist das Gäste-WC und es ist natürlich das Badezimmer, jene Räume, die im Grunde genommen eine überschaubare Fläche, Nutzfläche aufweisen, aber doch einen höheren Wärmekomfort, nämlich eben auch 24 Grad, wie hier im Badezimmer zum Beispiel. Und danach kann man im Grunde genommen schon eine erste Orientierung antreffen, wie bekomme ich hier mit meinem Wand- oder Deckenheizsystem diese Wärme zusammen, beziehungsweise wo werden definitiv Defizite übrig bleiben, wo ich vielleicht sogar dann feststellen muss, dass die Decke allein nicht ausreicht, ich dann vielleicht an die Wand gehe, weil wir an der Wand natürlich auch keine Begrenzung der Oberflächentemperaturen haben, wie hier an Boden und Decke. Und hier auch die Vorlauftemperatur aus etwas höher über die üblichen oder standardisierten 35 Grad heben können und somit natürlich auch deutlich mehr als 100 Watt pro Quadratmeter erreichen können. Nur stellt sich halt die Frage, ist dieser Platz dafür auch wirklich da? Und das gilt es eben dann im Weiteren zu prüfen. Hier im zweiten Schritt flächenbezogene Annäherung. Da gehen wir schon, Boden haben wir hier mal durchgeixt und haben uns hier, wie gesagt, auf Wand und Decke fokussiert, wo wir aufgrund dieser Zahlen der spezifischen Heizlast jetzt schon mal festgestellt haben, okay, mit der Wand können wir diese Leistung hinbekommen. Natürlich müssen wir uns nach oben strecken, sage ich mal, aber von der Decke her, die ja ihre Stärke auch ganz klar leistungsbezogen mehr in der Kühlung als in der Heizung hat, die scheidet hier im Grunde genommen schon aus. Und auch hier im Badezimmer ist es eher kritisch und würde dann darauf hinauslaufen, dass man hier vielleicht sogar eine Kombination von Wand und Decke oder im Badezimmer natürlich nach wie vor auch die Fußbodenheizung in Kombination mit einer Wandheizung anwenden kann. So, der dritte Schritt erfolgt auf Basis der jeweiligen Einzelraumheizlast die Ermittlung der benötigten thermisch zu aktivierten Flächen, wie sie in der Tabelle zu erkennen sind. Und Grundlage dieser Annäherung ist die Heizlast des jeweiligen Raumes einerseits, sowie natürlich die spezifische Wärmestromdichte des jeweiligen Systems, entsprechend der Basiskennlinie nach der DIN EN 1264 oder natürlich auch dann im weiteren Schritt die spezifischen Kennlinien der Systemhersteller. Es wird mit Baumaßen der möglichen Flächen, die spezifische Heizlastabdeckung, welche vom jeweiligen System bei einer Vorlauftemperatur von 35 Grad im Auslegungsfall geleistet werden kann, überschlägig ermittelt. Und die Tabelle zeigt hier im Grunde genommen an, auch wo bestehen die Defizite und wo habe ich zum Beispiel auch in der überschlägigen Auslegung jetzt schon Überschüsse. Und die Sanitärräume werden zunächst mal außer Acht gelassen. Ich denke, es wird auch nach wie vor in jedem Badezimmer auch noch der Handtuchheizkörper installiert sein. Den haben wir hier jetzt mal außen vor gelassen, aber der wäre natürlich auch entsprechend prädestiniert, um hier die Defizite dann von der Wärmeleistung her entsprechend ausgleichen zu können. Hier unten in der Tabelle sehen Sie eingetragen die spezifische Leistung, eben jetzt die Wandfläche pro Quadratmeter
und hier der Deckenflächen auch eben pro Quadratmeter, was natürlich auch hier diesen extremen Unterschied zeigt mit den unterschiedlichen Wärmestromdichten eben an Deckenflächen und an Wandflächen. Und an Deckenflächen natürlich auch die Begrenzung der Oberflächentemperatur auf 29 Grad Celsius im Verhältnis einer lichten Raumhöhe von 2,60 Meter. Hat man Gebäude mit höherer Raumhöhe, kann natürlich auch entsprechend die Oberflächentemperatur angehoben werden, was auch jetzt nochmal in der Überarbeitung der DIN EN 1264 nochmal besonders Ausdruck finden wird. Ja, als Zwischenfazit kann man im Grunde genommen nach dieser Annäherung schon mal erkennen, dass die Ergebnisse jetzt mal, naja, zumindest mal den Schluss deuten lassen, dass man sich hier eher Richtung Wandheizung orientiert, weil wir hier bei der Wandheizung eben nicht diese Begrenzung der Oberflächentemperaturen haben und somit die Systemtemperatur etwas erhöhen kann und dadurch dann durchaus auch spezifische Heizlasten eben von 150, 160 Watt pro Quadratmeter möglich sind. Und bei der Planung einer Flächenheizung gegen unbeheizt, was natürlich jetzt einerseits natürlich Außenwände anbetrifft, aber natürlich auch erdberührte Teile oder wie in diesem Fall der unbeheizte Keller, da muss natürlich der Mindestwärmeschutz eingehalten werden bzw. beachtet werden. Der Mindestwärmeschutz legt dann natürlich auch das Thema Innendämmung nahe, was im Bestandsgebäuden durchaus ein Thema ist, wenn man aus diversen Gründen, wie auch immer, nicht unbedingt Denkmäler beispielsweise, aber natürlich auch Ensembleschutz an den Fassaden, keine Außendämmung durch Wärmedämmverbundsysteme anbringen kann oder will und somit die Innendämmung oft dann hier eine entsprechende Alternative darstellt. Die genaue spezifische Ermittlung der Wärmestromdichten werden dann natürlich auch können dann konkretisiert werden durch die produktspezifischen Kennlinien der Systemhersteller, um hier dann einfach auch nochmal genauer an die zu erreichenden Heizlasten eben ranzukommen, beziehungsweise auch nicht mehr installieren zu müssen, als notwendig ist. Um den Mindestwärmeschutz bei Decken- und Wandheizungen etwas im Wesentlichen kurz zu konkretisieren, das ist, ich nehme das voran, ein Thema, was uns im Fachbereich geraume Zeit beschäftigt, was uns auch im kommenden Jahr sehr beschäftigen wird. Wir haben hier auch eine Kooperation für den Fachverband Innendämmung, mit dem wir gemeinsam hier ein Positionspapier erarbeiten und wollen auch in Zukunft in unseren Publikationen auf unserer Homepage oder eben auch in der SPZ darauf uns fokussieren, die Kombination von Decken, Wand, Heizung, Kühlung mit entsprechender Innendämmung bei ja, Unterschreiten des Mindestwärmeschutzes. Was ich hier an dieser Stelle Ihnen jedoch mitgeben möchte, ist die Information, dass man bei dem Mindestwärmeschutz im Grunde genommen zwei Arten des Mindestwärmeschutzes unterscheidet. Und das eine ist der systemspezifische Wärmeschutz, der aus der DIN EN 1264 Teil 4 Tabelle 1 ist es resultiert und über die Mindestwärmeleitfähigkeit, Wärmeleitwiderstand von 2,0 und entspricht über den Daumen gepeilt in etwa einen Wärmedurchgangswiderstand, also U-Wert von 0,5, der einzuhalten ist, damit die Wärme von dieser beispielsweise jetzt hier Wandheizung oder Deckenheizung, Flachdach gegen unbeheizt, wie auch immer, dass natürlich die Wärmestromdichte auch wirklich da ankommt, wo sie hin soll, nämlich in den Raum. Die DIN EN ISO 11855
verweist im Grunde genommen genauso auf diesen Mindestwärmeleitwiderstand von 2,0 bei einer entsprechenden Außentemperatur von minus 14 Grad und unterteilt natürlich auch in geringere Außentemperaturen oder natürlich auch Bereiche gegen unbeheizt und gegen Keller oder gegen niedriger temperierte Räume, wo natürlich dann der Wärmeleitwiderstand Richtung 1,0, 1,25 sich orientiert. Wie gesagt, sowohl die DIN EN 1264 hält diese Tabellen bereit, als auch die ISO 11855. Diese systemspezifische Mindestwärmeschutzanforderungen bezieht sich wohlgemerkt wirklich auf rein auf das System. Und als zweiter Punkt kommt eben der baukonstruktive Mindestwärmeschutz. Da orientieren wir uns natürlich gemäß Energieeinsparverordnung ENEV sowie der DIN 4802 Wärmeschutz von Gebäuden. Und da muss natürlich dann bei entsprechenden Bauvorhaben dann über den Energieberater, über die Nachweisführung hier natürlich der relevante Mindestwärmeschutz eingehalten werden. Und da kann es dann durchaus sein, dass hier eben auch mit Innendämmsystemen, die durchaus dann auch als Systembestandteil dann mit der Wandheizung oder Deckenheizung installiert werden, muss diese über eine Innendämmung zur Verbesserung des Wärmeschutzes nachgedacht werden. Wie gesagt, das Thema wird uns im kommenden Jahr weiter beschäftigen und wir werden da auch Veröffentlichungen drüber bringen, weil es geht bei Innendämmungen natürlich immer auch darum, dass der Feuchtetransport gewährleistet sein muss durch die Membranaußenwand oder Außenbauteil. Und hier ein feuchteschutztechnischer Nachweis in der Regel vonstatten ist, dies gilt zu prüfen. So, und nun aber zu den Systemen der Wand- und Deckenheizung, welche hier zur Anwendung kommen können. Die Systemübersicht. Sie sehen auf der linken Seite hier nassbauweise Wandheizung, hier Wandheizung in Trockenbauweise, auch hier in einem Altbausituation und an der Decke natürlich hier Nassbauweise an der Decke und die Trockenbauweise an der Decke. Die Bauweisen der Deckenheizung Kühlung, Bauart A, also die Systemrohre sind innerhalb der Wärmeverteilschicht, ob jetzt hier in der Nassbauweise oder hier in der Modulbauweise. Und die Bauart B bezeichnet die Systemrohre unterhalb bzw. hinter der Wärmeverteilschicht. Und deswegen hatten wir hier diese Wärmeleitbleche, um sicherzustellen, dass die Wärme von dem Systemrohr zuerst auf die Wärmeleitbleche übertragen wird und dann flächig im kompletten vollständigen Flächenbezug natürlich auf die Trockenbauplatte, die als Wärmeverteilschicht dafür zuständig ist, dass die Oberfläche gleichmäßig temperiert wird, um entsprechend die notwendige Wärme dann auch in den Raum zu bringen. Als wesentlicher Unterschied, wie man jetzt hier sieht, wenn wir uns die Bauweisen der Wandheizungskühlung anschauen, sehen wir hier ganz klar, das Wesentliche ist die unterschiedliche Positionierung. Auch hier die Nassbauweise in Bauart A, die parallel dazu zur Bauart A auch hier wieder die Modulbauweise, die natürlich jetzt die Module nicht nur an die Decke montiert werden können, sondern eben entsprechend auch an die Wände und für die Bauart B auch die Registerbauweise im Trockenbau als zweite Trockenbauvariante. Also im Grunde genommen, wie gesagt, sind die Systeme mehr oder weniger verwandt miteinander, von der Positionierung unterscheiden sie sich natürlich. Von daher haben Decken- und Wandheizungen,
Kühlungen im Grunde genommen sind sich näher, als es bei Fußbodenheiz- und Kühlsystemen der Fall ist. Aus diesem Grund auch kann man durchaus diesen Bereich Wand- und Deckenflächen gleichermaßen behandeln. Wir erarbeiten auch im Fachbereich gerade ein größeres Informationsblatt, was sich ausschließlich oder ganz konkret mit den Bereichen Wand- und Deckenflächen beschäftigen wird, wo dann auch das Thema Innendämmung noch etwas expliziter erläutert wird und als Fachinformation im kommenden Jahr dann auch veröffentlicht wird und auf unserer Seite flächenheizung-bdh.de sehen Sie dann alles später noch am Ende der Präsentation zum kostenfreien Download bereitsteht. Ja, die Nassbauweise zu Beginn, das Schienensystem, wie man es im Grunde genommen kennt, die klassische Nassbauweise, die natürlich jetzt in der Modernisierung, im Altbau, an der Wand natürlich des Öfteren, also viele Modernisierungen finden auch statt mit vollständiger Entkernung, also dass auch nicht nur die alten Tapeten runtergekratzt werden, sondern auch der Putz erneuert wird, abgetragen wird, weil die verschiedenen Schichten der verschiedenen Sanierungsphasen dann einfach mal runterkommen. Im Altbau ist die Nassbauweise der Deckenheizung natürlich äußerst selten der Fall, außer es ist jetzt wirklich eine komplette Entkernung mit entsprechenden Raumhöhen. Aber da wird man doch im Altbau bei der Decke dann doch eher auf die Trockenbauvarianten, entweder Register- oder Modulbauweise, zurückgreifen. Was natürlich was Neues ist und im Grunde genommen ein Paradigmenwechsel bei der Flächenheizung, Kühlung dergestalt zum Ausdruck bringt, dass halt der Heizungsbauer nicht wie lange Zeit gewohnt mit dem Heizkörper unterm Arm ins Haus schreitet und den Heizkörper sein Gewerk montiert, anschließt, in Betrieb nimmt und im Grunde genommen alles fertig ist, sondern hier sieht man im Grunde genommen daran, dass die Flächenheizung, Kühlung im Grunde aus zwei Gewerken besteht. Zum einen aus dem Heizungsbau, SHK, und natürlich aus dem Putz- bzw. Trockenbaubereich, da hier, wie in der Nassbauweise es der Fall ist, der Putzaufbau halt die wesentliche Grundlage ist, um die Wärme zu verteilen. Und deswegen spricht man hier ja auch von der Wärmeverteilfläche, egal ob die jetzt über eine Putzschicht generiert wird und hergestellt wird, die Wärmeverteilschicht, oder über eine Trockenbauplatte, wie es jetzt in der Registerbauweise beispielsweise der Fall ist oder in der Modulbauweise. Ja, die Putzschicht ist die Wärmeverteilschicht und daher in Material und Ausführung äußerst funktionsrelevant. Und die Leistung einer Flächenheizung, Kühlung ist natürlich auch abhängig dann von der gleichmäßigen Oberflächentemperatur, aus der die wirksame Wärmestromdichte Q dann eben resultiert. Von daher ist eine gleichmäßige Oberflächentemperatur sowohl von dem Wärmeübertragungssystem, also Anlagentechnik, Systemtemperaturen, hydraulischer Abgleich, als auch vom Putzaufbau und den Oberflächen abhängig. Und das zeigen dann im Grunde genommen folgende Montagebeispiele hier im Bereich der Nassbauweise. Hier haben wir wieder die Dachschräge, auch kombiniert hier Dachschrägenfläche mit der Deckenfläche. Hier die klassische Wandflächenheizung und hier die Befestigungsschienen, das Einbringen, eigenstabile Befestigung natürlich ist wesentlich. Der Putz hat nicht die Aufgabe, Systemrohre zu fixieren, sondern die müssen eigenständig stabil sein. Die Befestigungsschienen haben in der Regel einen Abstand von 50 mm, so dass hier immer in dem 50 mm Raster 5, 10, 15, 20 cm Teilung, also Verlegeabstand, ermöglicht werden kann. Und dann kommt eben die Putzschicht, also der Unterputz, der dann die Wärmeverteilschicht ist und wird dann entsprechend abgezogen
und dann eben über eine Armierungsfläche dann der Oberputz aufgetragen. Zu den Bildern ist natürlich auch wichtig die Vorstellungen hier über den Montageablauf und Ausführungshinweise hier jetzt für den Anlagenmechaniker SAK, um was es im Grunde genommen geht bei der Montage. Also da ist wesentlich erstmal die Feststellung eines tragfähigen Untergrundes überhaupt, bevor wir anfangen, die Befestigungsschienen zu montieren, die Rohre einzuklipsen und an den Wand- und Deckenflächen. Und da eben eine eigenstabile Montage der Befestigungsschienen sicherzustellen und die Beachtung der maximalen Abstände zwischen den Befestigungsschienen. Auch hier wieder gleichmäßige Abstände, gleichmäßige Wärmeverteilung in der Wärmeverteilschicht ergibt dann natürlich eine gleichmäßige Oberflächentemperatur. Die Montage des Systemrohrs entsprechend der Auslegung, Verlegeabstand und der Ausführungsplanung und dann natürlich die Anschlüsse über Anbindeleitungen der jeweiligen Wärmeübertragungskreise am Etagenverteiler herstellen und die Längen des verlegten Wärmeübergabekreises natürlich dokumentieren auch. Hier eine Erweiterung der vorgestellten Raumliste, wo in jedem Raum die entsprechenden Wärmeübertragungskreise auch dokumentiert werden mit den entsprechenden Längen und Durchmessern auch hinsichtlich des hydraulischen Abgleiches dann. Ja, natürlich bevor der Verputzer dann rangeht und die Wärmeverteilschicht in Form von Putzauftrag herstellt, ist natürlich Druckprobespülung notwendig und erst dann, wenn die Druckprobe erstellt ist und nachgewiesen ist, dass das System dicht ist, dann kann die Freigabe für die weiteren Arbeiten über Verputzer, Stuckateur, Lehmbauer zur Wärmeverteilschicht und Oberflächengestaltung erfolgen. Eine Frage, die öfters auftaucht in diesem Zusammenhang, kann die Wandheizung auch schon zur Trocknung des Putzes genutzt werden, um eben die Trocknungszeiten zu optimieren, um die Feuchtigkeit, die Nässe schneller aus dem Bauwerk rauszubringen. Es macht natürlich durchaus Sinn, dass die Heizungsanlage grundsätzlich betriebsbereit ist. Aber, und es geht natürlich auch durchaus, ist es bei den allermeisten Putzen durchaus möglich, dass man die benutzen kann, die Wandheizung oder auch Deckenheizung, um hier die Trocknung zu unterstützen. Das gilt aber dann wirklich auch mit dem Verputzer und mit den entsprechenden Putzhersteller dann im Detail abzuklären, um hier eben Risse etc. zu vermeiden. Und in der Regel ist es ähnlich, wie wir es ja kennen von Belegreifheizen beim Boden, dass man hier eher in zarteren Stufen kleineren Temperaturen anfängt bei 25, 30 Grad und es im Grunde genommen schon ausreichend ist, um wirklich die Unterstützung der Putztrocknung entgegenzukommen, weil wir ja natürlich bei den Wandputzen, selbst wenn es mal 30 mm oder vielleicht etwas mehr wären, aber ja nie diese Materialaufbauten und Materialdicken erreichen, wie wir es vom Estrich kennen, wo ja dann doch es einige Wochen dann dauert, bis dann über die entsprechenden Aufheizprogramme und Belegreifheizen dann die entsprechende Trocknung auch da ist. Und von daher entfällt im Grunde genommen auch bei Wand- und Deckenheizungssystemen das sogenannte Belegreifheizen. Es sei denn, ich habe halt jetzt wirklich ein Badezimmer oder einen Saunabereich, wo ich eine Wand habe, wo ich auch fließe und dann brauche ich natürlich auch einen entsprechenden trockenen Untergrund, um hier dann Fliesenbelag anzubringen, was dann auch wieder hier im Detail mit dem nachfolgenden Gewerke und der Bauplanung, Bauleitung natürlich auch abzuklären ist. Ja, und wenn der Heizungsbauer, der SHKler im Grunde genommen seine Arbeit dann erledigt hat, dann kommt der Verputzer, Stuckateur, Lehmbauer zur Herstellung der Wärmeverteilschicht, bringt den Unterputz auf,
roundabout 20 mm. Wir gehen davon aus, wir haben Systemrohrdimensionen ab 14 mm, 16 mm, vielleicht 17 mm. Also von daher kann man davon ausgehen, etwa 20 mm ist eben die Unterputzschicht, Wärmeverteilschicht, wo das Systemrohr vollständig, und das ist wichtig, vollständig eingebettet ist, um natürlich eine optimale Wärmeübertragung von dem Systemrohr auf das Putzmaterial zu generieren. Danach wird glatt abgezogen, eine Armierung drüber gezogen, Abziehen der Putzschicht, Rohroberkante, und diese Überlappung der Armierung sollte mindestens 10 cm, ja, besser vielleicht 15 cm betragen zu Flächen, die nicht thermisch aktiviert werden, also wo sich keine Wand- oder Deckenheizungsrohre drin befinden, um Risse und Ausgleichen durch Wärmeausdehnung zu vermeiden. Und nach dem Aufbringen dieser Armierung kommt eben die Oberflächengestaltung, Auftragen des finalen Oberputzes, und da mit einer Gesamtdicke von etwa maximal 10 mm. Mehr sollte man hier nicht auftragen. Wenn die Wand sehr gut plan ist oder die Decke, dann genügen durchaus auch 5, 6 mm als Oberputz. Und wichtig ist eben, diese 10 mm sollte man dahingehend nicht unbedingt überschreiten, weil da natürlich auch die Regelgüte drunter leidet, dass ich einfach auch schnell auf- und abheizen kann mit meiner Fläche. Und das ist mit einer maximalen Oberputzaufbau von 10 mm absolut gewährleistet. Wichtig ist dafür natürlich auch wieder, und da kommen wir auf die gleichmäßige Oberflächentemperaturen dazu, dass sowohl an Wand oder an Decke, wenn die Befestigungsschienen montiert werden, dass hier natürlich auch eine gleichmäßige Aufbau möglich ist, weil das, dass ich eine ebene Untergrundfläche habe. Und in manchen Altbauten, wenn die Wände dann wirklich auch krumm und buckelig sind, kann es dann durchaus sein, dass man den Verputzer bittet, da erstmal vielleicht eine Ausgleichsschicht anzubringen, bevor man die Montageschienen Befestigungsschienen anbringt. Und das nächste ist auch, man weiß auch nicht immer, was habe ich jetzt hier bei einer nicht entkernten Wand beispielsweise, wo jetzt nicht die rohe Backsteinziegeln, wie auch immer, da sind, dass auch ein notwendiger Haftgrund besteht, damit dann der Putz auch wirklich haften kann an dieser Wandoberfläche. Auch das muss im Vorfeld durchaus abgeklärt sein. Nicht, dass man als Heizungsbauer dann die Befestigungsschienen montiert, die Rohre installiert, alles abdrückt, alles fertig macht, man will es übergeben und dann stellt der Verputzer fest, Menschenskinder, ich kriege da meinen Putz gar nicht fest, ich muss da erst einen Haftgrund anbringen, komm aber jetzt nicht mehr hin, weil du deine Rohre da schon verlegt hast. Also auch hier schon im Vorfeld sollten alle involviert sein, sowohl der Verputzer, der in diesem Objekt den Putz anbringt, der soll und muss wissen, dass hier eine Wandheizung oder Deckenheizung geplant ist und umgekehrt natürlich genauso. Inbetriebnahme, Betreibereinweisung. Ist klar. Ja, jetzt kommen wir von der Nassbauweise in die Trockenbauweise. Das sind die beiden Bauweisen, im Grunde genommen Modul und Register, hier auch wieder deutlich zu erkennen. Die Modulbauweise bietet sich auch an Decken natürlich, auch an Balkendecken, abgehängte Decken. Ich kann hier natürlich direkt an das Deckenmaterial gehen. Ich kann auch Profilschienen, die üblichen bekannten C-Profilschienen oder Kanthölzer und verwenden und dann hier in der Anwendung auch die klassischen Rastermaße natürlich bieten all unsere Systemanbieter an, die nach dem klassischen 62,5er Maß arbeiten. Ob ich jetzt den Etagenverteiler wirklich immer in der Decke unterbringe, wie er hier angedeutet ist, ob ich ihn aussparen kann, aussparen darf, das ist dann baulich im Grunde genommen zu prüfen. Wenn nicht, dann sollte er auf jeden Fall deckennah in der Nähe sein, um halt möglichst
geringe Anbindeleitungen dann zu generieren. Hier sieht man auch in dem Fall, es gibt auch kleine, für kleinere Kreise, das ist zum Beispiel auch die Nachrüstung, man muss ja jetzt nicht unbedingt jeden Raum mit einer Flächenheizungskühlung auslegen und ausstatten. Man kann ja auch hier bevorzugte Räume im Wohn-, Essbereich nehmen und hier Wandflächenheizung, Kühlung realisieren, wo man hier sogar auch noch eine eigene Pumpe hat, ein eigenes System, einen eigenen Heizkreis im Grunde genommen generieren kann und hier dann auch nochmal seine ganz eigenen Vorlauftemperaturen dann generieren kann, auch wenn in den untergeordneten Räumen die Heizkörper noch bestehen bleiben und meinetwegen auch über höhere Raumtemperaturen auch noch dann betrieben werden können. Ja, die Modulbauweise im Grunde genommen, auch hier ist es wichtig, die Montageabläufe. Sie bekommen im Übrigen natürlich auch zu dem Video auch die Präsentation hier ganz ohne Ton, um sich das alles in Ruhe auch nochmal durchsehen zu können. Und diese Montageabläufe sind auch im Grunde genommen so gegliedert, auch chronologisch die Vorbereitungsarbeiten, ne, die Abstimmungen, Schnittstellenkoordination ist natürlich im Flächenheiz- und Kühlungsbereich ein ganz großes Thema. Und ja, die Leitungsführung darauf achten, dass zum Beispiel bei den nicht thermisch aktivierten Flächen, wo der Trockenbauer dann sogenannte Leerplatten dann ergänzend anbringen, dass hier auch keine störenden Anbindeleitungen da sind. Das ist natürlich auch zu berücksichtigen. Und bevor das alles gemacht wird mit den Ergänzungsflächen, ist natürlich auch hier wieder die Druckprobe und die Spülung entsprechend relevant. Der Trockenbauer hat dann im Grunde genommen auch wieder seine Arbeitsschritte. Ob er die ergänzenden Flächen montiert oder ob das der SAKler gleich mitmacht, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, es geht letztendlich darum, wie das Netzwerk der Handwerker funktioniert und in dem Bereich Badsanierung komplett aus einer Hand. Da hat es die SAK-Branche ja schon wunderbar bewiesen, dass sie einfach auch federführend Handwerkernetzwerke koordinieren und führen kann. Und im Grunde genommen ist es im Wohnbereich, wenn man wirklich mal das Thema Badezimmer verlässt und weil Wohnen oder ein Wohnhaus besteht ja nicht nur aus Badezimmern, sondern auch mal in die angrenzenden Wohnbereiche reingeht und hier in die Oberflächengestaltung geht, ja, dann einfach nochmal ein Flächenheizung-Kühlsystem bei der Gelegenheit integrieren mit den Netzwerkpartnern Trockenbau. Ja, die Registerbauweise fehlt uns noch hier ganz zum Schluss abschließend. Die Registerbauweise auch ähnlich, verschiedene Ausführungsvarianten. Man kann hier auch beispielsweise zwischen Deckenbalken die Register einbringen. Man kann sie natürlich hier auch in der Wandfläche genauso nutzen, wie wir es am Anfang bei den Bauarten und Bauweisen bei der Systemübersicht gesehen haben. Und im Grunde genommen gilt hier Ähnliches wie schon im vorgesagten Bereich. Und hier sehen wir einige Ausführungsbeispiele. Auch hier werden Felder angelegt, wir im Grunde genommen 48, 24er Latten. Je nachdem die Abstände, wie die verschiedenen Registersysteme sind. Hier sieht man es auch sehr gut, dass man entsprechende Auflage hat zur Befestigung und zur Stabilisierung der Trockenbauplatten. Und wichtig ist hier halt bei der Ausführung darauf zu achten, dass ich hier wirklich ebene Flächen habe, weil die Wärme von den Wärmeleitblechen kann natürlich nur so gut auf diese Wärmeverteilschicht Trockenbauplatte übertragen werden, so vollständig diese eben aufeinander eben haften und dann die Wärme abgeben. Hier die klassische Bauweise, hier auch nochmal Dachkammer, also Dachgeschoss mit Dachschräge,
Gleichbedeutend hier noch die Decke dazu als Deckenheizung, Kühlung und dann eben prüfen, oben habe ich beheizt, unbeheizt, wahrscheinlich ein Kaltdach, unbeheizter Spitzboden, vielleicht auch oberste Geschossdeckendämmung ist dann natürlich auch eine probate praktische Lösung, um hier dann im Falle des unbeheizten Bereiches den Mindestwärmeschutz einzuhalten. Auch hier habe ich Ihnen die Montageabläufe nochmal dargestellt, die dann im Wesentlichen eine Orientierung für die Durchführung dann auch geben und im Grunde genommen das Zusammenspiel zwischen Anlagenmechaniker, Verputzer, Lehmbauer, Trockenbauer dann im Grunde genommen nochmal auf den Punkt bringen und dann bei den entsprechenden Bauvorhaben durchaus auch als Vorlage zu verwenden sind, individuell ergänzt, erweitert, angepasst werden können. Und das Gleiche hier halt natürlich auch nochmal für den Trockenbauer, auch hier was die Registerbauweise angeht. Und von daher sehe ich, sind wir auch schon etwas über die Zeit. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf Ihre Fragen. Ich denke, das war jetzt doch ein recht inhaltsvolles, komplexes Thema, mal sich der Wand- und der Deckenflächenheizung, Kühlung in einem Altbau zu nähern, um wirklich mal über den schlichten Kesseltausch hinaus mal die Heizungsmodernisierung mehr in den Wohnraum, da wo das Leben stattfindet, wo die Menschen sich aufhalten, zu tragen und natürlich zu guter Letzt, um hier vielleicht als Fazit es nochmal zu unterstreichen, was dann eine spätere Erneuerung der Wärmebereitstellung oder der Wärmeerzeugung angeht, ich hier natürlich mit der Integration eines Niedrigtemperatursystems alle die besten Voraussetzungen schaffen kann, um hier auch nochmal dann im nächsten Schritt des Modernisierungskonzeptes dann mit der entsprechenden Wärmeerzeugung, Wärmebereitstellung, ob jetzt Solar, Umweltwärme, solare Heizungsunterstützung, hier einfach den Punkt dann final aufs I zu setzen mit einer energieeffizienten und nachhaltigen Wärmeerneuerung und Wärmebereitstellung, nachdem ich mich zuerst mal um das Thema Wärmeübergabe gekümmert habe und bei der Gelegenheit nicht zu vergessen, natürlich zwei Funktionen in einem System, auch die immer größer werdende Herausforderung, Kühlung von Gebäuden über dieses System der Flächenheizung, Kühlung dann auch ermöglichen zu können. Von meiner Seite sage ich vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat Ihnen einiges an Informationen, aber vielleicht auch an Inspiration gebracht, gerade für das Handwerk, vielleicht mal über den Tellerrand des Kesselhauses, des Heizkellers hinauszuschauen und vielleicht auch mal so eher die pragmatischen Kundenwünsche Richtung Wohnraumerneuerung, Verschönerung des Wohnraums zu generieren, Ihnen da ein bisschen näher zu bringen. Ich freue mich auf Ihre Fragen und stehe als Referent des Fachbereichs Flächenheizung und Kühlung natürlich auch so für Sie jederzeit zur Verfügung für technische, fachliche Fragen, für das Handwerk natürlich ganz besonders und natürlich auch für die Energieberater und für die Kollegen Fachplaner. Hier abschließend darf ich Ihnen noch unsere Mitgliedsunternehmen im BDH-Fachbereich Flächenheizung, Kühlung zeigen, eben unsere Systemhersteller, aus denen auch all diese Beispiele, Ausführungsbeispiele, Fotografien etc. resultieren. Vielen herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Webinar. Ja, vielen Dank, Herr Hartmann, an dieser Stelle, der sich jetzt kurz einmal ausruhen darf, einmal durchschnaufen, ordentlich was trinken. Wie immer bei unseren Webinaren ein paar Feedback-Fragen. Wie hat Ihnen das Webinar gefallen? Wie waren die Inhalte aufbereitet, beziehungsweise wie nachvollziehbar war das Ganze? Und natürlich die wichtigste Frage, die für uns jetzt gilt, würden Sie auch oder werden Sie auch in Zukunft an einem haustech.de-Webinar teilnehmen? Während Herr Hartmann kurz durchschnauft, und glücklich reinguckt, würde ich Sie bitten, diese
Umfragen doch mal zu beantworten, auch als Richtwert für uns. Wo können wir uns noch in Zukunft verbessern und was wünschen Sie sich eventuell noch? Das können Sie auch über die Fragen und Antworten gerne loswerden. Sollten Sie noch Fragen haben, stellen Sie diese bitte gerne. Herr Hartmann und ich werden diese gleich im Duo versuchen zu beantworten, während ich natürlich nur die Fragen stelle. Da ich ein technischer Laie bin, wird Herr Hartmann die nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. So, tut sich noch was bei den Umfragen? Aktuell noch ein bisschen was. Ich gucke schnell zum Hartmann rüber, ob er bereit ist für die Fragen. Okay, dann würde ich sagen, starten wir. Eine erste Frage stammt aus der Heimat Stadtwerke Tauberfranken. Herzlich willkommen. Dieses sagt, es wäre interessant, ein paar Richtwerte bezüglich der Installationskosten zu erhalten. Ja, das haben wir uns auch gedacht im Fachbereich. Deswegen haben wir jetzt ein Projekt gestartet, wo wir für verschiedene Gebäude alle Systeme komplett inklusiv Baunebenkosten. Das ist ja auch immer ein Thema, ne? Wie gesagt, also eine Flächenheizung und Kühlung besteht ja nicht nur aus den Rohren und den Befestigungssystemen und den Raumthermostaten, sondern auch Estrich, Trockenestrich, Putz, Trockenbau etc. Da haben wir bereits für Flächenheizung und Kühlung veröffentlicht. Da darf ich Sie auf unsere Internetseite lotsen oder Sie schicken mir eine E-Mail, dann mail ich Ihnen diese Veröffentlichungen auch. Aktuell arbeiten wir an Wand und Decke und da denke ich mir, werden wir bis zum Frühjahr diese Preise veröffentlichen. Aber für Fußbodenheizung im Nass- und Trockenbauweise, sowohl für Heizen, für Kühlen, in verschiedenen Ausführungsstandards, Ankühlung, Vollkühlung, liegt es schon vor. Wand und Decke ist aktuell in Bearbeitung. Okay, dann die nächste Frage. Das landläufige Thema kalte Füße bei unbeheiztem Bodenbelag. Wie sieht das bei der Strahlungswärme von der Decke der Wand aus? Ja gut, die Decke strahlt natürlich nicht nur auf den Boden, sondern auch auf die angrenzenden Wände, auch an die angrenzenden Außenfenster, also Fensterscheiben, die dadurch natürlich profitieren, was aber andererseits natürlich auch den Grund hat, es kommt auch immer darauf an, was habe ich für ein Bodenmaterial, ne? Ich meine, einen Holzboden im Grunde genommen, der ja im Grunde keinerlei Temperierung bedarf, weil Holz an sich ein fußwarmes Material ist. Aber ein Steinboden, mineralischer Belag, kann dann schon sehr kühl werden. Voraussetzung ist natürlich auch, dass jetzt da kein großer Schreibtisch, sage ich jetzt mal, oder Esstisch dasteht und man dann strümpfig am Tisch sitzt, weil dann natürlich die Wärmestrahlung von der Decke auch, ich sag mal, ein Stück weit blockiert wird. Und die Grundlage ist doch auch immer der sogenannte Mindestwärmeschutz, der zu beachten ist, weil die Haustechnik kann sehr viel, aber sie kann nicht bauliche Defizite auf Dauer ausbaldobern oder auskorrigieren. Und von daher ist natürlich auch der Wärmeschutz entsprechend notwendig. Aber um Ihre Frage zu beantworten, es profitiert natürlich jede gegenüberliegende Fläche von einer thermisch aktivierten Fläche, ob das jetzt der Boden ist bei einer Deckenheizung oder die gegenüberliegende Wand bei einer Wandheizung. Ja, im Hinblick auf dem, was wir jetzt gehört haben, wie kann auf dieser Basis nun ein Modernisierungskonzept ausgearbeitet und angeboten werden? Nun, ich denke, ich habe es angedeutet, es ist natürlich das Thema Modernisierung, es wird immer öfter immer eingefordert, Menschenskinder, den schlafenden Riesenwärmemarkt etc. Ich denke, der erste Ansatz ist der, den Fokus aus dem Heizkeller in den Wohnraum, in den Aufenthaltsraum von Menschen zu bringen. Und hier, ja, vielleicht auch mal gar nicht erst alles immer auf einen Schlag erschlagen, sondern
Prioritäten setzen. Und ja, unser Vorschlag oder unsere Idee dessen einer umfassenden Heizungsmodernisierung, natürlich Flächenheizung, Kühlung, in dem Fall als Wärmeübergabesystem, Niedrigtemperatursystem, beide zwei Funktionen in einem System als Grundlage zu schaffen im Niedrigtemperaturbereich und dann in einem nächsten Schritt dann weiterzugehen und zu sagen, okay, was mache ich vielleicht doch? Wärmedämmverbundsystem außen, arbeite ich mit einem Innendämmsystem und dann kann man den einen oder anderen alten Kessel auch noch mal 2, 3, vielleicht 4 Jahre laufen lassen und dann hat man natürlich auch diese Bandbreite, sich zu überlegen, okay, welche machen Pelletkessel, eine Wärmepumpe, um beispielsweise auch die Doppelfunktion optimal heizen, kühlen nutzen zu können und dann eben mit der Erneuerung der Wärmebereitstellung und Wärmeerzeugung dann, ja, wie gesagt, den Punkt auf sie zu setzen. Eine zweite Frage, ist es möglich, die Haarrohre auf Holzfaserdämmplatten zu montieren und als Inputs Lehm zu verwenden? Entschuldigung, die Frage habe ich. Ob es möglich ist, die Heizungsrohre auf Holz. Ja, naja, als Holzfaserdämmplatte, als Innendämmung. Und Innenputz Lehm zu verwenden, selbstverständlich. Gerade Lehm als Baustoff, der ja hervorragende thermische Eigenschaften hat, was sich natürlich auch auf die Wärmestromdichte des Flächenheizungssystems auswirkt. Da werden in kommenden Jahren auch Forschungen betrieben werden. Viele Praktiker haben die Erfahrung gemacht, dass es Unterschiede gibt zwischen Kalk, Gips und Lehm bei Wandheizungen und die Holzfaserdämmplatte ist natürlich dann als Innendämmelement, kann die natürlich selbstverständlich genutzt werden. Es ist natürlich dann im Konkreten sicherzustellen, dass der Feuchtetransport nach wie vor gegeben ist, was dann von der Aufbauhöhe und von der Dämmdicke letztendlich abhängig ist. Aber grundsätzlich geht es und wird und wurde das schon vielfach so gemacht. Machen wir noch 2, 3 Fragen, würde ich sagen. Innendämmung, Feuchteschutz im Gebäude unter Denkmalschutz. Außenwand nur 15 cm Bruchstein. Dämmung erforderlich? Beziehungsweise wie beuge ich Feuchtigkeitsschäden vor, wenn eine Flächenheizung geplant wird? Ja, da muss ich eben dann etwas rechnen, beziehungsweise mir diese Bauteile genauer anschauen. Sie haben es angedeutet, da kann ich Ihnen sehr gern weiterführende Hinweise geben, würde Sie aber bitten, mir diesbezüglich mit den maximalen Informationen, die Ihnen zur Verfügung stehen, eine E-Mail zu schreiben. Dann werde ich mich in den nächsten Tagen auch sehr gern darum kümmern und mich mit Ihnen in Verbindung setzen. Ich denke, darauf zu gehen, würde jetzt den Rahmen sprengen der Feedbackrunde. Okay, noch eine Frage. Macht es für den Fachhandwerkbetrieb Sinn, mit den anderen Gewerken ein Netzwerk zur Planung und Ausführung zu bilden, welches analog zur Badsanierung aus einer Hand eine Art Wärmeübergabeerneuerung aus einer Hand leistet? Herr Hab. Ja, das klingt doch sehr gut. Ich denke, das ist im Grunde genommen das, was wir machen müssen, wenn wir die Wärmewende im Bestand wirklich vorantreiben wollen. Und das SAK-Handwerk hat es zur Genüge bewiesen, ich habe es schon angedeutet, im Bereich Badsanierung komplett aus einer Hand. Und das kann mitunter auch sehr komplex sein und ich bin durchaus im Bilde, was da Handwerkernetzwerke unter Führung der SHKler imstande sind zu leisten. Und ich würde mir das mit Nachdruck doch sehr wünschen, dass man hier mehr Initiative betreibt und auch über den momentanen Arbeitsboom und vollen Auftragsbüchern hinaus auch mal an das Morgen oder Übermorgen denkt. Und da bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass das eine ähnliche Erfolgsstory werden kann, wenn nicht sogar
Ja, weil es einfach wesentlich relevanter ist, Stichwort Klimaschutz etc., als es die Kollegen im SAK im Badbereich vorgemacht haben und nach wie vor tun. So, an Anbetracht der Zeit würde ich noch ein, zwei Fragen machen, wenn keine mehr kommen sollten. Keine geht verloren, werde ich alle exportieren. Herr Hartmann ist bestimmt zu freundlich und wird die, die noch nicht beantwortet wurden, eventuell schriftlich nachreichen. Hier noch eine Frage. Wenn der Mindestwärmeschutz gemäß Präsentationsseite 14 von einem U-Wert der Decke von 0,5 nicht eingehalten wird, dann ist das Bauteil Decke energetisch vor Deckenheizung aufzurüsten, richtig? So ist es gemeint, so kann man das sagen, weil einfach zu viel Wärme, ja, verloren gehen würde, bezogen an die Außenwand, würde ich dann im Grunde genommen meinen Vorgarten mitheizen. Der eine oder andere Kirschbaum oder Birnenbaum freut sich dann natürlich, aber energetisch ist es doch eher fragwürdig und daher eben diese systemspezifischen Anforderungen, was jetzt, deswegen habe ich es kurz unterteilt, eben nichts mit dem baulichen Mindestwärmeschutz zu tun hat, sondern wirklich das System, dass diese Wärmestromdichte, die ich eben nach meiner Kennlinie meines Systemherstellers ausgewählt habe, dass die dann auch wirklich zum Tragen kommt, ist es absolut notwendig. Und um die noch ganz kurz darauf anzugehen, was Herr Nagel gerade gemeint hat, ich werde natürlich sämtliche Fragen, die jetzt auch im Nachgang noch eintrudeln, beantworten. Und es ist auch in der Tat meine Aufgabe als Referent im Fachbereich Flächenheizung, Kühlung für Fragestellungen zur Verfügung stehen. Deswegen sind auch meine Kontaktdaten veröffentlicht. Auf der Homepage finden Sie den Button zu Kontaktdaten zu mir, E-Mail schreiben, anrufen. Und E-Mail ist natürlich das Beste. Und auch jetzt unabhängig von diesem Webinar, wenn Ihnen in 3, 4 Monaten mal ein Architekt wie auch immer eine Frage stellt oder Sie kommen zu einem Kunden und er konfrontiert Sie mit seinen Wunschvorstellungen, wie auch immer, also nicht zögern, sondern sich mit dem Fachbereich Flächenheizung, Kühlung in meiner Person als Referent in Verbindung setzen. So, Herr Hartmann, das war eigentlich ein wunderbares Schlusswort schon, würde ich fast sagen. Ich würde dann auch vielleicht auch gleich den Anfang machen bei der Verabschiedung. Wie gesagt, keine Frage geht hier verloren. Falls Sie noch Fragen haben, entweder an mich im Nachgang, falls Sie sie noch nicht haben, werde ich auch die Kontaktdaten von Herrn Hartmann gerne morgen im Nachgang Ihnen zusenden, falls Sie noch Fragen haben. Dann können wir das quasi in einem Aufwasch machen. Sollten Sie die Präsentation noch nicht haben, einfach mich anschreiben. Morgen folgt die Aufzeichnung, morgen folgen Ihre Teilnahmebestätigungen. Ich hoffe, es hat Ihnen erneut gefallen. Falls wir nichts mehr voneinander hören oder sehen sollten, am kommenden Dienstag haben wir noch ein Webinar von Haustech, würde ich Ihnen bereits jetzt wunderbar erholsame und besinnliche Feiertage wünschen. Ich hoffe, Sie bleiben uns auch im kommenden Jahr treu. Will Sie jetzt auch nicht mehr zu lang aufhalten. Herr Hartmann, jetzt übergebe ich nochmal das Wort an Sie. Bedanke mich für die zahlreichen Teilnahmen und wünsche Ihnen jetzt schon mal einen wunderschönen Abend und erholsame Tage. Vielen Dank. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und ich sehe auch hier an den Fragen, dass Sie noch ein